zeige ich dir, wie du Aufgabensets archivieren kannst, um sie später wieder zu brauchen. Das heißt, unter Fördern durch die Lehrperson habe ich jetzt da zum Beispiel ein Aufgabenset. Ich lasse mir das mal anzeigen und da kann ich jetzt dieses Aufgabenset einmal archivieren. Möchten Sie diese Übung archivieren? Jawohl, die wurde jetzt gemacht. Jetzt möchte ich die archivieren und dann ist die im Archiv.